Weiter geht es mit Lamplighters League and the Tower, The End of the World. Und mit dem neuen Rundentaktik-Spiel von Paradox. Wie immer, auf Twitch zeichne ich auch für YouTube. Nochmal kurz der Hinweis für YouTube. Playlist oben in der Ecke und ganz oben steht Sponsorseite beim Paradox und Werbung, weil die Videos, gar nicht mal der Stream, bei dem die Videos entstehen, von denen finanziell unterstützt werden. Danke dafür und weiter hier. Auf der Kiste kann was liegen, Chat fiebert mit, aber viel schlimmer und wichtiger ist, ob wir den Kampf hier überhaupt überleben. Denn sie ist die ultimative Bossgegnerin, mit so viel Trefferpunkten, das schaffen wir gar nicht. Wir müssen eigentlich nur vorbei und da reinrennen. Wenn alle unsere Leute drin sind, ich denke, dann können wir schon abhauen. Wenn wir sie weglocken würden, das wird schon reichen. Wir haben 4 Leute und der Pilot muss überleben und alle Agenten müssen überleben, sonst doof. Der Einzige, der überhaupt noch was machen kann, ist Niki. Niki kann hier... Was ist denn das hier? Irgendwas auflesen. Was ist das denn? Bandagen. Brauchen wir nicht. Wir ziehen mal in Deckung. Niki hat ja keine Waffe. Man kann sich, glaube ich, auch keine holen. Boah, die werden den... Also Niki muss... Wer ist am schnellsten von unseren Leuten? Ich glaube Latif. Latif hat dann Ausweichenfähigkeit. Was würdet ihr davon halten, wenn wir versuchen, wenn wir Latif als Köder benutzen? Ja, ich weiß, es ist gemein, aber dass Latif versucht, die Gegner durch dumme Aktionen hier hinten reinzulocken. Latif hat noch die Attrappe. Dann schmeißt er hier hinten die Attrappe, die rennen hier hin und die anderen bleiben hier unten. Ich weiß es nicht. Ob ich gespeichert habe? Nein, ich habe nicht gespeichert. Meint ihr, ich soll speichern? Pessimisten, die ihr seid, geht nicht. Hier einmal hinlaufen und einmal ausweichen. Das ist 2x halbe Deckung. Haben wir hier irgendwo volle Deckung? Nein. Mal hier hin und einmal ausweichen. Erster Angriffsversuch geht schief. Ja, genau. Chefin mit der Attrappe ablenken. Vielleicht klappt das. Ausweichen hat geklappt. Nein, sie steht in der Ölpfütze drin. Jetzt wurde gerade so eine Art Bombe geworfen. Eine Granate, ne? Eine Brandgranate. Hatte Gott sei Dank eine Runde Zeit. Er ist nicht im Ölfass drin. Können wir jetzt abspeichern? Nein, ich kann nicht abspeichern. Die Attrappe mit ihm. Mit ein bisschen Glück rennt sie dann auf die Attrappe. Aber erst setzen wir sie in Brand, bitte. Ja, ich weiß, wie das klingt. Erschreckend und erschaudernd. Doppelschuss. Ikonische Fähigkeit. Feuerhagel. Schaden bei allen Gegnern im kegelförmigen Wirkungsbereich. Da ist ja nur ein Gegner. Doppelschuss. Der kann nicht aufs... Ist das Wasser oder Öl da unten? Das ist Wasser, ne? Das ist gar kein Öl. Das geht gar nicht, ne? Ich glaube, das ist Wasser. Ah, Scheibenkleister. Und die Granate, die er werfen kann, diese Elektromine, die kann er nur in Echtzeit werfen. Ach, wie doof ist das denn? Wir machen hier die Attrappe. Hierhin. And it's time for me to go. Sie greift die Attrappe an. Ne, alle Gegner im Reich. Sie, die anderen nicht. Und mit ihm können wir jetzt unsichtbar abhauen. Er wurde auch unsichtbar. Er kann überall hinrennen. Linksrum. Er haut ab. Und mit ihm, er kann an ihr vorbeilaufen, er muss nur die beiden ausschalten. Einmal hier hin.
oder linksrum abhauen. Und hoffen, dass sie in Reichweite von dem Öl laufen. Einmal hier links hin. Und da haben wir auch Deckung. Einmal weglaufen. Einmal weglaufen. Da ist was in die Luft gegangen. What is this? Some kind of a gas, maybe? Oh, sie hat über das gesamte Schlachtfeld eine Art Gas gemacht. Nein, das stimmt ja gar nicht. Die hat gar nicht die Attrappe angegriffen. Ja, warum hat die denn nicht die Attrappe angegriffen? Das ist doch das Ziel der Attrappe. Sie war auch innerhalb der Reichweite der Attrappe. Die Attrappe haben wir verschenkt. Ach, ist das heftig. Ach, ist das doof. Jetzt haben wir die Attrappe verschenkt. Der ist so gut wie tot schon hier. Und rennt hier rüber. Muss ich die Bandage holen? Das ist ja doof hier. In Albträumen verloren. Sichtweite stark eingeschränkt. Zwei Runden dauert es an, aber immerhin. Und wie viel Treffer? Wie viel? Nur noch 35 Punkte. Ach, das ist ja völlig bescheuert. Warum hat sie die Attrappe nicht angegriffen? Ich verstehe das nicht. Weil die neben der Attrappe standen, also in der Beschreibung stand klar drin, wer in der Reichweite ist der Attrappe beim Wurf, greift nur die Attrappe an. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also sie ist zu stark, sie hat zu viele Trefferpunkte, wir können nur abhauen. Nur abhauen. Wir teilen die Gegner mal in viele auf. Er ist angeblich noch unsichtbar. Ja, bis hierhin. Einmal oben hin. Der kann auch dann wahrscheinlich auch runterspringen. Hier ist auch eine Leiter auf der linken Seite. Einmal hier hin. Da vorne stand einer. Habt ihr den gesehen? Ist an ihm vorbeigelaufen. Und mit ihr hier? Abhauen, abhauen, abhauen. Von ihr weg, oben Richtung Flugzeug. In die entgegengesetzte Richtung. Jetzt greift sie Attrappe an. Das war doch sehr hilfreich. Und rennt dann allerdings auch wieder weiter. Sie flieht. Sie ist abgehauen. Wir haben mehr Glück als Verstand. Dann die beiden kriegen wir doch ausgeschaltet hier. Einmal hier vorne mit Kugelhagel, Feuerhagel. Klappt nicht ganz. Wir müssen einen Aktionspunkt ausgeben dafür. Wie stark ist der Kugelhagel? 45 bis 58 Schaden. Und der normale Doppelschuss 25 bis 28. Könnte es wert sein, oder? Ja, das sind die beiden letzten Gegner. Wir ziehen einmal hier hin. Time to light them up! Dann haben wir den Kollegen hier vorne. Kann er von hier aus auf jemanden schießen? Ja, und er trifft auch. Trifft er noch jemanden? Nur 60% Wahrscheinlichkeit. Vielleicht klappt's ja. Challenge.
That's all I ask. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Unfassbar. Keep up. Okay, stark verwundet, aber wir haben es geschafft. Aber sie ist ja auch abgehauen. Jetzt hier rauf. Vorher gucken, ob wir irgendwas looten können. Bandagen. Ja, einmal, ich weiß nicht, ob man zwischendurch heilt. Wir machen einmal das Heilen so. Einmal hier rüber, bitte einmal die Bandagen auflesen. Der kann Bandagen... Sie hat keine Inventarplätze. Was denn das hier? Hat drei irgendwas anderes dabei. Lässt mal einen fallen. Eine Rauchbombe. Hebt einmal die Bandagen auf. Benutzt die bitte auch. Als sie selbst um 40 Lebenspunkte, ja. Da waren auch noch woanders Bandagen. Selbst die Attrappe ist noch da. Eine Bandage. Einmal nehmen. Nee, kann er nicht zweimal Bandagen nutzen? Ja, ausgeheilt, wunderbar. Speichern will man gleich machen. Ist einer von unseren anderen Leuten verwundet? Nein, von denen keiner. Nehmen wir die Bombe hier wieder mit. Eine Rauchbombe. Und nehmen bitte alle mit. Achso, wollte noch gucken, ob es woanders noch irgendwas gibt, was wir aufsammeln können. Seht ihr noch irgendwas anderes? Noch haufenweise Bandagen überall. Das war's, ne? Hi Andi. Einmal hier vorne hin. Und schauen, wie es weitergeht. Alle einsteigen. Here we are. Del Vasto's Landing. Now we find out what kind of man pays this well for a blank deck of playing cards. Wouldn't mind knowing who the hell we were fighting back in Marseille. Never seen troops like that before. Let's see what this Mr. Al has to say for himself. Na, wir können bei Captain Nicky, wir können bei Captain Nicky Vorräte eintauschen gegen Gegenstände und Ausrüstung, okay? Lovely little Mediterranean island you have here, Mr. L. I assume you are Mr. L? I have that dubious privilege. Welcome, Mr. Lejeune, Ms. Erickson, Mr. Sawyer. Do you have the undrawn hand? We have a package for you. What's inside, we can say, of course. Es sind Spielkarten, wir haben doch schon geguckt. Ah, of course. Regardless, that deck of cards is key to your next job for me. Slow down, pal. Who says we're interested in a next job? The last one burned your courier, and those two saw the body. Then you three may divvy his pay among yourselves, and I'll sweeten the pot for this next one, 50%. You sound desperate.
Okay, Mr. L, I'll humor you. What do you want us to do? In a word, sabotage. I'm in a race, you see. A race to find an ancient ruin, a tower. You may know it under one of its other names. The Axis Mundi. The World Tree. The Tower of Babel. Oh, you're an archaeologist then. That's disappointing. I am no archaeologist, Monsieur Le Jean. And my rivals in this race are even less so. I want to preserve the tower. My enemies want to ransack it. It cannot be allowed to fall into their hands. But it can fall into yours, huh? And the gal with the sword, she's one of these rivals? Zorana Nicastro, yes. She and two others, a nobleman and an industrial tycoon. Each is the scion of their own noble house. Collectively, they call themselves the Banished Court. Scions of the Banished Court. Mm-hmm. And how close are they to finding the tower? They've already found it. You said you were in a race. I was. And I lost. But I'm not out of the fight yet. My enemies have yet to enter the tower. It is a dangerous place. And their preparations are incomplete. I want you three to sabotage their efforts until I can find the tower myself. Sabotage, huh? You have a target in mind? My sources have identified an outpost belonging to another of the court's three leaders. The tycoon, Trace Marteau. Marteau. Isn't that the famous American industrialist? The one who's always in the papers? The very same. I want you to infiltrate his outpost, sabotage a machine you'll find at the center, and return to me. Sabotage requires a subtle hand. You'll need me. In the spirit of charity, I accept. You'll need me too. But if the other two scions are anything like Nicastro, I ain't risking my neck for free. Mr. Sawyer is right. Double our fee, Mr. L, and we'll get to work. Double it is. And please, call me Locke. Schön erzählte Geschichte. Und die Synchronschauspieler sind ja auch klasse, finde ich, ne? Also ich habe den wie gebannt zugehört. Wunderschöne Aussprache und ganz toll die Texte präsentiert. Wunderbar gemacht. Tolle englische Vertonung. Willkommen auf Del Vastos Landing. Auf dieser winzigen Mittelmeerinsel hat Locke sein Versteck, unser Auftraggeber, indem er sich vor Gegnern verstecken und seine nächsten Schritte planen kann. Jetzt dient es auch den Agenten als Unterschlupf. Begib dich zur Weltkarte im Idiom Ober. Okay. Also Händler, Weltkarte, Agenten. Das ist die Weltkarte. Ja, planen wir unseren geheimen Krieg gegen die Nachfahren des verbannten Hofes. Ja, stimmt. Und wir sind unter Zeitdruck. Wir dürfen nicht zu lange trödeln. Das sind die beiden Möglichkeiten. Hier sind wir anscheinend, ne? Und da geht's hin. Und links steht Voraussetzung oder Beute. Das ist die Beute, ne? Eine Info. 75 von dem hier oben. Da fehlt leider ein Tooltip. Und das X von dem hier. Also Heilung, Äther, Info, Vorräte, FP, Tinte, was? KL, keine Ahnung. Und Wut, Wut, Holz, Voodoo-Kult, ich weiß es nicht. Ist leider abgekürzt. Und leider fehlt ein Tooltip. Schauen wir uns mal die Händlerkarten hier an. Hier können wir unsere Gauner in seinen Diensten mit Ausrüstung auf ihre nächsten Missionen vorbereiten. Und Fähigkeitspunkte, FP sind Fähigkeitspunkte vergeben, um neue Tricks freizuschalten. Okay, machen wir mal ein paar Fähigkeitspunkte. Ingrid finde ich super cool, vor allem mit ihrem neuen nächsten damit, dass sie immer so einen Aktionspunkt freischaltet, wenn sie jemanden tötet. Finde ich super cool. Und sieht auch sehr smart aus. Erstaunlich, dass eine so schlagkräftige Frau so kleine Händchen hat. 3 von 17 sind freigeschaltet.
Der Fähigkeitsbaum des Agenten. Oh, man muss auch gar nicht selber an einer Mission teilgenommen zu haben, um die Fähigkeitspunkte zu bekommen. Wir können alle Fähigkeitspunkte einem geben oder die gerecht verteilen. Ingrid hat bereits Killerinstinkt. Ich stehe total auf passive Fähigkeiten. Das ist der Schlüssel für alles Weitere. Augen zu und durch. Nahkampfe Debuff. Ein verheerender Blitzangriff, der Blendung verursacht. Leider weiß ich nicht, was Blendung ist. Und Ingrid eine Extra-Aktion gibt. Oh, gibt ihr 2 extra Lebenspunkte und 2% extra Schaden. Von hier geht's weiter auf alles andere. Wegtreten! Ah, Sir! Nein, die Gegner treten dann weg. Gegner wird schubsen. Auf Objekte Gegner schubsen. Alles cool. Warum man. Ach so, schaut mal. Die Basisfähigkeiten, die brauchen immer nur einen Punkt. Dann geben wir allen die Basisfähigkeiten. Ist ja logisch. Wir haben 6 Fähigkeitspunkte. Einmal hier drauf. Augen zu und durch, bitte. Dann geben wir noch den anderen die Werte. Einmal relativ Basisfähigkeit. Alle Gegner in einem Gebiet werden geblendet und greifen ihn bevorzugt an. Ja, das hat ja eben schon so toll geklappt. Warum sollen sie ihn denn angreifen? Was haben wir denn davon? Das will ich gar nicht. Gucken wir uns erstmal die anderen. Was bekommt Eddie? Sperrfeuer? 4 Ziele, wenn die Munition reicht. Gegner werden aus ihrem Versteck getrieben, verlieren Deckung. Cool. Alle Ziele werden markiert. Machen wir sofort. Und es gibt eben maximal Lebenspunkte. So. Das waren alle, ne? Jetzt haben wir noch 4 Pünktchen übrig. Erster Angriff wird von ihm ausgewichen, aber ich weiß nicht, wie das mit dir, Grüße an David, schön, dass du hier bist, ob das gilt, der erste Angriff pro Person, die einen angreift. Ich glaube, das ist generell der erste Angriff in der Kampfrunde. Wenn alle ihn angreifen, ich weiß nicht. Und er hatte die wenigsten Trefferpunkte, glaube ich, von allen auch. Sie kann Nahkampffeuerschutz geben. Passive Fähigkeit. Ein Nahkampfangriff gegen jeden angreifenden Gegner, der selber eine aggressive Handlung ausführt. Einmal pro Runde aktiviert. Also wenn sie neben jemand steht, einmal zuhaut und dann der Gegner, der neben ihr steht, feuert dann auf sie oder macht irgendwas, dann macht sie einen Nahkampfangriff auf ihn. Und was ist das hier? Wegtreten, Gegner wegschubsen, Verfolgungsjagd. Ach, sie hat schon Augen zu und durch. Und das war das hier vorne. Und wenn sie das macht, ist es die Verbesserung für Augen zu und durch. Und sie hatte mehr Geschwindigkeit und nochmal mehr Trefferpunkte und so weiter. Kann man machen, ja. Finde ich schon mal okay. Und wie geht's von da aus weiter? 4 Punkte braucht man ab da. Attrappe verbessern. Ja, der hat ja toll funktioniert eben, die Attrappe. Schnellschuss. Blitzangriff. Extra Schaden. Pro Ausweichen Stapel. Freie Bewegungsaktion. Stups das Ziel. Nochmal extra ausweichen. Einmal ausweichen, wenn er von einem kurzen Treffer getroffen worden ist. Das finde ich nicht so cool. Wir geben ihm mal alles, wo er nur einen Punkt drauf macht. Das geben wir allen. Jetzt haben wir noch 3 Punkte übrig. Ein Schuss, der sein Ziel nie verfehlt. Doppelter Schaden. Cool. Volltreffer 1. Aber meistens macht ein Benutzer doch diese Doppelschüsse. Kann man die Doppelschüsse verbessern? Den Kugelhagel 1, kann man den verbessern? Passive Fähigkeit. Wenn er nachlädt, kann er danach mit höherer Wahrscheinlichkeit kritisch treffen. Haut mich nicht vom Hocker. Soll man ihm den Volltreffer 1 geben? Vor allem, der sein Ziel nie verfehlt. Das kann man machen, wenn ein Gegner weit weg ist. Und er hat und ist toll in Deckung. Und er hat vielleicht 10% Trefferwahrscheinlichkeit nur. Mit dem Schuss trifft er immer.
MRT, danke fürs 37. Padabini, danke fürs 19. Abo. Grüße an die Pada. Deshalb finde ich das cool. Das gibt uns eine Variante. Wenn jemand gut in Deckung ist. Jetzt haben wir nur einen Fähigkeitspunkt übrig. Den würde ich gerne Ingrid geben. Ah, damit können wir nichts machen. Das war's schon. Den müssen wir uns jetzt aufsparen. Und weiter. Händler. Verkauft seltene und vielleicht nicht legale Gegenstände. So, wir ertrinken in Bandagen. Das Blöde ist, wir haben nur einen Inventarplatz. Wieso sollen wir Gegenstände kaufen, die wir im Augenblick gar nicht mitschleppen können? Gegen Vorräte würde ich alles nicht machen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. All this for one long lost tower, huh? There must be something very valuable inside. I wonder why Locke thinks he's the one who should have it. You sure ask a lot of questions, kid. It's part of my charm. Besides, I've seen my share of archaeological expeditions. Most of the time, everyone goes home empty-handed. Sometimes, you only wish they did. Mr. Locke hasn't asked us to break out the pickaxes. He just wants us to smash up some machinery. Schlag ein paar Maschinen kaputt. Trace Marteau is in a secret alliance with that Nick Astroworld. How's that for an odd couple? He's working on flying cars and she's running around with antique swords. How did they meet? I wonder that too. It keeps me up at night. I'm trying to count the money Locke paid me, but I keep losing count because I can't stop wondering. Sehr witzig. Mr. Sawyer, I'd be happy to count your money for you. Just say the word. So ein großzügiges Angebot. Gentlemen, please. It's simple. Two sets of wealthy eccentrics have decided to indulge in an archaeological competition. Our Mr. Locke and this banished court. And if we play our cards right, we'll come away rich enough to cultivate eccentric hobbies of our own. Cool. Now, if you'll excuse me, I'll be preparing for our next mission. We wouldn't want to disappoint our employer, would we? Okay, auf geht's. Wir starten die nächste Aktion, Leute. Viel Erfolg uns allen. Testlauf, Sabotage. Zerstöre einen Generator von Marteau Industries. Eine entscheidende Mission. Automobile, Radioempfänger, Militärprojekte. Marteau Industries tanzt auf allen Hochzeiten. Phänomene, die Gläubigen. Diese Mission stellt einen neuen Gegnertyp vor. Die Geißeln. Dicke Belohnung. 6 FP. Da können wir uns schön weiter skillen. Wir nehmen alle mit. Ja, wir nehmen auch alle mit. Sind nicht alle automatisch dabei? Ja, ne? Ja, alle sind dabei und weitere können wir gar nicht wechseln. Ausrüstung ändern. Was hat... Ja, die sind immer noch geblockt hier. Ach, guck mal, später können wir noch Zubehör, Waffenmods und andere Objekte bekommen. Rüstung, Zubehör, das konnten wir aber eben nicht kaufen. Und Waffenmods konnten wir auch noch nicht kaufen. Und die Slots müssen wir noch freischalten. Sind also einmal eine Bandage mit. Was nimmt er mit? Eine Brandbombe. Und ihr Kollege? Auch eine Brandbombe, das ist okay. Komm. Ah, Mission starten. Toi, toi, toi hier. Viel Glück!